Mike Krüger, Rudi Carrell, Bernd Stetter, Kalle Pohl, Jörg Knör, Gabi Köster und hier ist Ihr Gastgeber Jochen Busse. Hallo. Ich begrüße Sie in meiner bekannt liebenswürdigen Art und wünsche Ihnen einen schönen Silvesterabend. Und da sind wir auch schon beim Thema verwünschte Wünsche. Was wird einem nicht alles gewünscht in diesen Tagen? Wünsche frohe Weihnachten, Wünsche frohes Fest, Danke, Wünsche frohe Feiertage gehabt zu haben. Ach ja, richtig, vielen Dank, Wünsche guten Rutsch. Ach ja, Wünsche auch ein schönes, frohes, neues. Und verbunden mit all diesen Wünschen, der Wunsch der Wünsche, der nichts zu wünschen übrig lässt, Wünsche Gesundheit. Ab Mitternacht wünschen wir uns alles Gute, viel Glück, vor allem Gesundheit, ja. Und morgen Nachmittag sitzen wir wieder alle vor der Glotze beim Vierschanzenspringen und hoffen, dass die Neujahrsspringer auf die Schnauze fallen. So, Rudi, was feiert man eigentlich in Holland? Jahreswechsel oder Ölwechsel? Oh, Zwerg, du lachst so. Was wünschst du dir denn, Zwerg? Ich wünsche mir, dass alle Kleinen ganz groß rauskommen. Und dir, lieber Mike, wünsche ich das ganze Jahr lang Schnupfen, aber so einen langen. Oftmals sind ja solche Wünsche auch einfach nur Floskeln. Oft fehlt der Wahrheitsgehalt. Manchmal, ich weiß auch nicht mehr, ob es so ernst gemeint ist, wenn zum Beispiel jemand vor mir steht und sagt, guten Appetit. Wäre ja auch nicht nötig, habe ich sowieso. Ich habe natürlich auch einen Wunsch, das ist klar. Also es ist ja so, dass Verona zurzeit zwei Fernsehshows hat. Man munkelt, dass Nadel auch noch eine eigene kriegt. Deshalb wünsche ich mir für nächstes Jahr, dass Dieter Bohlen nicht mit noch mehr Frauen in der Kiste geht. Ja, die schönsten. Ich finde, die feierlichsten Wünsche, die kommen doch immer zu Neujahr vom Papst. Und der würde sagen, ich wünsche den Menschen für 1999, genießen Sie Ihr Leben und denken Sie mal über Aluminium nach. Ja. Ja, was sich die sieben Köpfe das ganze Jahr über schon gewünscht haben, ist eine Sendung zu machen für die gesamte Familie, eben auch für die Kinder. Und wie sowas aussehen könnte, das zeigen wir Ihnen jetzt. Ich wollte die Kinder begrüßen, die um diese Uhrzeit noch zugucken dürfen. Liebe Kinder, herzlich willkommen bei der Sendung mit der dicken Maus. Heute wieder mit neuen Geschichten von Zwerg und Nase. Und Jochen wird euch erklären, wie man Kondome mit Bügelfalte herstellt. Sevgili çocuklar, hoş geldiniz bugünkü şovumuza. Bugün bize Bücür ve Burun hikayelerini gene anlatacaklar ve ilk başta Jochen bize prezervatiflerin nasıl ütülendiğini gösterecek. Das war Türkisch. In allen Jahresrückblicken in den vergangenen Wochen stehen doch hauptsächlich so Katastrophen im Mittelpunkt. Aber es gab ein sehr witziges Ereignis, das in diesem Jahr öfter wiederholt wurde als Dinner for One in 30 Jahren. Trapattoni. John Mehmet, 25%! Ich weiß, was andere Spieler über Kollegen denken! Dieser Spieler müssen seit Samstag mich dieser Spiel alleine gewinnen.
zu verteidigen über diese Spieler. Ich immer bin Schulter. Ich hab fertig. Aber typisch Italiener, wie bei der Liebe. Ja? Kurzes Vorspiel, ja? Kleine Erregung, ja? Dann der Satz, ich habe fertig und hauen Sie ab. Nach diesem Vortrag müsste ja Trapattoni eigentlich Plappertoni genannt werden im Fernsehen. In Bayern sagen sie einfach Trapp zu ihnen, sie nennen ihn Trapp. Jetzt müssen sie aufpassen, dass Trapp nicht abhaut nach Italien und zwar im Galopp. Ja, weil der Mann ist ja wirklich nicht zu beneiden. Wenn man so Basler auf dem Spielfeld sieht, da denkt man immer, humpelt der jetzt, weil er verletzt ist oder ist gerade ein Bein eingeschlafen? Ja? So kann es bei Bayern München nicht weitergehen. Ich mache ja zurzeit mehr Punkte bei Flensburg in der Woche als Bayern in der Bundesliga. War ja eine einzige Katastrophe. Die Bayern haben ja so dermaßen schlapp gespielt. Der Schalke-Torwart Jens Lehmann, der hat ja vor lauter Langeweile Gedichte in den Torpfosten geschnitzt. Und ich habe mir übrigens ein Stück da rausgesägt. Ich wollte das mal eben zum Besten geben. Ja, also, Basler, Strunz und Mehmet Scholl kriegen heute die Fresse voll. Trapattoni, Kaiser Franz, große Klappe, kleiner, ja, hier ist der Pfosten. Das ist ein großes Stück abdecken. Ja. Ja, original. Danke, ja. Den Rest haben Sie Oma Verlatte draufgeschrieben. Es war ja auch ein Spiel, Mensch, die Bayern, die haben auf dem Platz rumgestanden. Also dieser Strunz, der hat sich so wenig bewegt. Um einen zu finden, der sich so wenig bewegt, muss man normalerweise lange graben. Ich habe mich fast so aufgeregt wie dieser Trapattoni. Ne? Trapattoni. Also in Köln würde man sagen, der Trapp ist dünn. Ne? Also, der hat ja gebrüllt. Unser Zeugwarte, die aufpasse auf für die Hände von der Armani Mitte, die Nummer hinter drauf, hatte gar nicht so viele Hose wie ihr, hatte vollgeschissen. Ja? So, in der 10. Minute geht der Mannschaftsbus, kannst du überlegen, ob ich nicht besser lasse überfahren. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, es ist allerhöchste Zeit, dass Sie jetzt endlich einen Beitrag hören in unfallfreiem Deutsch. Und wer wäre für so etwas besser geeignet als die von uns allen hochverehrte Gabriele Köster? Bitte, Gabi. In letzter Zeit haben verbrecherische Banden absichtlich gemeine Versprecher in unsere Nachrichtensendungen eingeschleust. Nach Aussagen der Kriminalpolizei ist diese Gefahr aber endgültig gebannt. Nie wieder werden Nachrichtensprecher eine Zunge im Knoten haben, vor allem aber keine Artikulationsschwierigkeiten bei Brecherzungen, Entschuldigung, Zungenbrechern oder auch bei einfachsten Wortverbindungen. Windverwortungen, Wortverbindungen. Die Versprecherorganisation konnte bestehende Gesetzeslücken ausnützen, da unsere Gerüchte zwar Tod und Mordschlag, Überfälle auf Spanken und Barkassen, Maubrocht durch Stecheln, aber keine Versprecher verstraften. Kommissar Fürth erklärte zu den läufigen Ermittlungen, er habe sich manche Ohren um die Nacht geschlagen, ohne dabei das Knicht auszulipsen. Man dürfe den Sand nicht in den Kopf stecken, denn viele unschuldlose Nachrichtenbrecher haben schon ins Grab gebissen. Letztes Opfer war ein 8-Jachten-Zwergiger. Ein 28-jähriger Nachrichtenbrecher von Sat7 Pro 1. Mein Gott! Vom Privatfunk! Das Opfer hatte in einem Schmeinfecker-Lokal gegessen. Und zwar Himmelbeer und Pelkabes mit Schnill und Ditt.
Schnittlauch. Im nahegelegenen Erdquerpark wurde er im winkligsten Hintermoor, im hintersten Winkel von den Versprechern angerumpelt. Obwohl dem Opfer die Ziege knitterten und es vor Angst Dünnfall hatte, konnte es keine denierierte Schräterbeschreibung, Täterbeschreibung machen. Der Täter trug einen Anzug mit Schlawatte und wirkte insgesamt geschnügelt und gebiegelt. Sollte es zu neuen Kämmen kommen, Fällen fallen, also wenn noch was passiert, lachdienliche Hinweise. Hinweise nimmt jede Polizeiimpfstelle unter der oben unten vergebenen angeblendeten Rufnummer oder eins unserer Staufnahme-Rundis bis Mitternacht verwegen. Dagegen entgegen, leck mich am Arsch! Gabi, du weißt, ich kenne mich in der ganzen Welt im Showgeschäft aus. Ja, da weiß ich. Ja. Du bist eine der komischsten Frauen der Welt. Du bist ein gigantisches Talent. Ich liebe dich, das weißt du. Als Showmaster muss man das. Nur eins habe ich gehofft, ehrlich gesagt, dass du heute Abend, was die Kleidung angeht, ein bisschen mehr Farbe hier reinbringen würdest. Was? Ja. Ich mein, ja, aber das ist ganz Moment, einfach. Ich wollte Ihnen einfach hier und auch hier insbesondere den Herrn einfach nur mal zeigen, wie furchtbar das aussieht, wenn ihr ewig in euren Kommunionsanzügen rumläuft. Ja? Bitte schön. Ja, okay, aber wir sind hier, um in das neue Jahr hineinzufeiern. Ja, nicht um das Alte zu beerdigen. Ja, sehr schön. Da müsst ihr gerade sagen, hier, die älteren Herren machen ein Kostümfest. Ja, Thema, wenn die Gondeln Trauer tragen. Ist klar. Also, ich frage dich, mein lieber Rudi, warum müssen eigentlich immer wir Frauen uns in bunte Abendrobe schmeißen? Ich will dir mal was sagen, ich habe noch nie erlebt, dass ein Dreibein auf einer Party ins Land ruft, ich reise ab, noch ein Kerl in einem Smoking. Hab ich noch nicht erlebt. Aber gut, wenn ihr wollt. Hast du noch was dabei? Ich habe noch etwas anderes vorbereitet. Ich werde mich jetzt umziehen gehen. Okay. Während sich jetzt Gabi in eine Dame verwandelt, haben Sie Gelegenheit, eine Verwandlung von Rudi sich anzusehen. Und zwar können Sie jetzt erleben, wie als einem leidenschaftlichen Showmaster ein absolut passionierter Computerfreak wird. Und wer ist daran schuld? Wie immer in solchen Fällen, Mike. Ich war natürlich gestern bei der Eröffnung von der Table sofort vor Ort, habe mich erkundigt, kam sofort ein Verkäufer, hab mich gesagt, der Krüger, dieser neue Computer, der nimmt Ihnen die Hälfte Ihrer Arbeit ab. Habe ich gesagt, okay, dann nehme ich zwei davon. Um mit der Jugend mitzuhalten, ja, muss meine Generation natürlich sich auch auf diese Computer stürzen. Und ich habe jetzt angefangen, jeden Tag 2 Stunden. Gestern hatten wir 2 Stunden die Maus. Morgen haben wir 2 Stunden Klick. Kalle, hast du Windows 95? 95? Und du kennst doch unsere Wohnung, wir haben nur 7 Fenster. Sprich bitte Deutsch mit mir, wenn es möglich ist. Ich wollte dich was fragen, Computer ist mir, dass du damit, weißt du überhaupt, wo das Wort Computer herkommt? Weißt du das? Ich schätze mal aus Japan oder Amerika. Aus Japan oder Amerika. Nein, Quatsch. Keine Ahnung, Mann. Es kommt von der Mosel. Ja? Das Wort Computer stammt von dem, du kennst das Lied nicht? Computerwein aus einem Fass, da lass dich nieder. Da singt man, ja, das ist das. Das stimmt. Ja, Computerwein. Ja.
Rein auf der Festplatte. Du kapierst überhaupt nicht, worum es geht. Ich kapier nicht, worum es geht? Nee. Und was ist das? Mikrochips. Ja, also ich will keinen neuen Computer mehr. Ne? Ich hatte mal einen, da habe ich einmal Wasser reingekippt, weil ich auch mal im Internet surfen wollte. Das ist schon interessant, ja. Also. Ich will auch keinen Super-Mini-Laptop, den man an einen Mini-Laptop andocken kann, den man an einen Laptop andocken kann, den man an eine Waschmaschine andocken kann, nur um die Kochwäsche an der Uni von Kalkutta zu faxen. Will ich nicht. Das Schwierigste für den Kanzler war ja dieses ganze Vokabular auswendig lernen, ja? Also ich muss bemerken, wir haben einen Chat im Internet und meine Homepage hat 170 Kilobyte, okay? Hinzu, wir gehen das Vokabular noch mal durch. Also Chat ist Französisch und heißt Katze. Bei Internet, da denke ich immer an Claudia Schiffer, da finde ich auch den Internet. Bei Homepage denke ich an Hannelore, die hat mich öfter schon vom Deidesheim bei Purzelbaum homepaged. Ja, und 170 Kilobyte ist ganz einfach, die habe ich ja auch 170 Kilobyte seit ich an der Hüfte. Mit 64 ein Buch zu kaufen mit dem Titel Internet für Einsteiger. Aber man muss mit der Zeit gehen. Das Einzige, was mir noch fehlt, wäre ein Handy. If I had a handy in the morning, a handy in the evening, all over this land, könnte ich beim Spazieren telefonieren. Und jeder schaut mich an, als wäre ich ganz wichtig, uhu, weil ich kein Handy hab. So ganz ohne Handy hat man ein Handicap. Man ist gar nicht trendy und ganz ohne Pep. Man würde nicht hören, die Handy stören. Es klingelt überall, es klingelt auch im Wagen. Uhu, wenn ich ein Handy hätte er kein Handy, hätte er ein Handicap. Er wäre nicht trendy, ein Depp ohne Pep. Er könnte nicht regieren, auch nicht reagieren. In Deutschland geht nichts ohne mobile Telefone. Oh, wenn ich doch eins hätte. Bitte, bitte hier an dieser, aber Sie wissen ja, hier sitzt auch, aber das geht alles von Ihrer Matz ab. Ich hätte einen kleinen Beitrag. Und zwar war ich einmal, das ist jetzt aber auch schon, da hatte ich, war ich Kassenwart bei uns in der Stadt im Tierschutzverein. Und da ist, das muss ich einfach mal erzählen, weil es, da kam, wie war das, ein Antrag von einer Frau Wittkamp, glaube ich, hieß sie, ist ja auch wurscht. Und die hat, das muss man sich mal, in was für Zeiten wir leben, die hat, die wollte doch tatsächlich, weil sie jetzt schon 15 Jahre mit diesem zusammen lebte, war, wollte die, ja, halten sich fest, die wollte ihren, das darf man eigentlich gar nicht, ihren, bitte, ihren Hund heiraten. Und da haben wir natürlich gesagt, also
gute Frau, das... Und da haben wir... Bitte, Herr Gossen. Da haben wir uns alle... Wir haben da gesagt, also so geht das. Ich meine, nichts gegen Toleranz, aber irgendwo... Irgendwo muss auch. Und da haben wir ihr ganz deutlich klar gemacht, dass wenn schon, dann muss diesen Antrag der Hund. So, meine Damen und Herren, endlich ist es soweit. Wir erwarten jetzt Gabi. Sie erscheint jetzt dort. Was ist? Ich bekomme ein Zeichen. Wie? Ah ja, ich bekomme ein Zeichen. Sie braucht noch ein paar Minuten. Na schön, geben wir ihr die paar Minuten. Bis gleich. Sie sehen mich hier auf die oberste Stufe unserer Showtreppe starren. Ich erwarte Gabi Köster, die gleich prachtvoll bekleidet erscheinen wird und zu uns herunter. Gabi! Ja! Was ist? Hallo. Gabi. Typisch. Kann mir vielleicht mal einer von den netten Herren hier die Treppe runterhelfen? Warum ist hier überhaupt kein Treppenlift? Was ist hier los? Gabi, ja? Hast du den kompletten Weihnachtsbaumschmuck an deinem Schneider gegeben? Witzig. Wenn sich ein Engel mit deiner Figur, ja, auf das Dach vom Stall in Bethlehem gesetzt hätte, würden die Weihnachtskrippen heute anders aussehen. Wie viele Programme kannst du empfangen mit der Antenne? Das war jedenfalls mehr, als du mit deinem Satelliten zinken im Gesicht. Dieses Outfit hier, ja? Dieses Outfit kündet quasi eine neue erotische Sensation an. Ja? Ja, Nadel im Playboy und ich in der nächsten Ausgabe des Kirschenblattes. Ne? Hier hübsch als Engelchen in dem Moment. Ne? So, ich meine gut, Freunde der Nacht, ich ziehe mich gerne um. Aber wissen Sie eigentlich, warum die Männer immer so hohe Ansprüche an das Aussehen einer Frau haben? Soll ich das mal sagen? Weil die Augen besser entwickelt sind als der Verstand auf jeden Fall. Was ein Theater! Die Theaterhäuser sind am Silvesterabend natürlich alle komplett ausgebucht. Die großen Volkstheater zum Beispiel. Im Ohnseuchtheater stehen die Schauspieler auf der Bühne und snacken Tünkram und stolpern über den Spitzenstein. Und vorne in der ersten Reihe sitzt ein Bayer und sagt zu seiner Frau, ist direkt schott, dass mir keine Dialekt haben. Und Dialekte, das ist jetzt auch unser Thema. Sex, meine Damen und Herren, ist keine Sprache. Sex ist ein störendes Geräusch. Einfach aus dem Grunde, weil es so komisch klingt. Und damit ist es auch ein Verkaufshindernis. Und weil eine Ratinger Firma der Ansicht ist, dass seine Geldschränke zu verkaufen keinen Spaß machen darf, hat sie den Vertreter für die Tresore wegen seines Dialekts einfach entlassen. Das hat er sich natürlich nicht bieten lassen, ist vors Gericht gegangen, hat geklagt. Und zwar in Sächsisch. Recht hat er auch bekommen.
Der Richter hat gesagt, Dialekt ist kein Günstigungsgrund. Stema. Stema. Als nächstes spricht der dialektfreie Rudi. Als ich nach Deutschland kam vor 33 Jahren, war es schon schwierig genug, um Hochdeutsch zu lernen. Und ja, da war ich ehrlich gesagt eifersüchtig auf zum Beispiel Peter Frankenfeld. Der beherrschte nun wirklich alle Dialekte. Ich war richtig eifersüchtig. Ja. Ja. Konnte der auch Bayerisch? Das weiß ich nicht. Ich habe eine Frau getroffen, die fürchterlich geschwebelt hat. Aber sehr sexy war die. War sehr sexy. Und hat geschwebelt. Ich sag, wie kann man Sex haben mit einem Mann und dabei Schwäbisch reden? Hat sie gesagt, wie ist das mit Holländisch? Ich finde ja auch, dass zum Beispiel in der Pornobranche ist ein Dialekt wirklich ein Kündigungsgrund. Also ich meine, wenn man jetzt mit einem, Stuttgarter einen Orgasmus hat, das klingt ungefähr so. So, oder le? Ich meine, das kann man ja sagen. Da muss man doch einfach gehen. Obwohl Goethe damals gesagt hat, der Dialekt ist die Sprache des Herzens. Und ich muss ja auch sagen, die echte Fremdsprache, die ich in der Schule gelehrt habe, war ja Hochdeutsch. Also bei uns zu Hause wurde bloß platt geredet. Das gibt es auch in Düsseldorf, das muss man mit dazu sagen. Bloß gab es ja dann auf einmal diese Zeit, wo platt als furchtbar asozial galt. Und unser Lehrer versuchte uns dann, den rheinischen Akzent auszutreiben mit so ganz geläufigen deutschen Sätzen, wie zum Beispiel: Ich schieße nicht auf griechische Pfirsiche. Ja, das ist schwer, das müssen Sie mal probieren. Ich schieße nicht auf griechische Pfirsiche. Und der andere war: Tschechische Regisseure filmen österreichische Fichten und Lärchen. Nein, das ist unmöglich, sowas. Unmöglich. Zum Glück gibt es Richter, die sowas verhindern. Hat der Kachelmann richtig Schwein gehabt. Das ist ein sehr weises Urteil, weil man findet ja auch gerade in diesem Bereich überhaupt kein Unrechtsempfinden. Wenn jemand einen Dialekt spricht, dann denkt er ja immer von sich, das, was er spricht, sei Hochdeutsch. Und dann fängt er meistens noch an, einem was von Orthographie und Rechtschreibung zu erzählen. So, das heißt nicht die Wiener Schnitzel, das heißt nicht der Wiener Schnitzel, das heißt dat Wiener Schnitzel. Also ich finde Dialekt toll, ich finde Dialekt toll. Was wäre ich froh, wenn ich einen hätte, ja? Oftmals werde ich nachts wach und kann nicht mehr einschlafen, weil ich immer an Gabi denken muss. An ihre schöne, dicken, runden, kölschen Wortschatz. Und ich wohne seit 15 Jahren hier, ich kann kein Kölsch, ja? Ja, trinken ja, aber jetzt nicht sprechen. Und schade, weil Kölsch ist eine herrlich kurze, prägnante Sprache. Wenn zum Beispiel ein Norddeutscher sagen würde, ich weiß ja nicht, aber ich werde das Gefühl nicht mehr los mit dem Rasenmäher, der funktioniert gar nicht mehr richtig. Nee. Sagt ein Kölner nur, mäht nix. Ja? Was ich dich immer schon fragen wollte, du hast das ganze Jahr über nie mal irgendwann wegen Krankheit gefehlt. Wie machst du das? Ja, das werde ich oft gefragt und ich will es dir jetzt einmal sagen. Ohne Pillen geht das nicht und ich habe für solche Fälle auch immer meine kleine Hausapotheke dabei. Sie lässt sich manchmal ganz leicht öffnen. Heute ist es etwas schwieriger. Da haben wir es. Und für jeden Fall habe ich eine Pille. Es gibt ja heute so viele Pillen. Es gibt ja schon Pillen, für die gibt es noch gar keine Krankheit. Oh, wie Sie merken, habe ich leichte Heiserkeit. Das ist kein Problem. Dagegen habe ich eine Pille. Die nehme ich sofort dabei. Und schon sind die Stimmbänder gereinigt und die Stimme ist wieder völlig klangvoll. Klappt. Klangvoll. Entschuldigung, aber ich habe mich in der Pille geirrt. Ah, hier ist es heiser weg. Ein kleines Tablettchen genommen und schon ist die Stimme wieder hell und klar. Wunderbare Stimme. Nur dieses Mittelteil, diese kleine Pille, hat einen einzigen Nachteil. Sie zerstört das Eisen im Blut und bekommt einen fürchterlichen Juckreiz. Man juckt sich überall. Überall muss man sich jucken. Es ist furchtbar auf dem Kopf und den Füßen. Vor allem juckt es da besonders, wo man gar nicht drankommt. Bernd, könntest du mich da mal jucken? Dann kratz mal, Hör. Rechts. Ah, ist das gut, du bist ein fabelhafter Kratzer. Ja, und da muss ich sofort mein Antihistamin nehmen. Das ist diese große Dose. Nein, kann man sagen, muss ich die kleine Dose Antihistamin nehmen. Da muss ich sagen,
Ach, und schon ist das Jucken weg. Das ist ein wunderbares Gefühl, Leute. Pille hat den Nachteil, man wird furchtbar müde und muss ich mich zusammenreißen. Und am besten nehme ich jetzt ein kleines Aufputschmittel, damit ich auch weiter diese Sendung moderieren kann. Am besten nehme ich gleich zwei, sonst verschlafe ich noch den Jahreswechsel und schon bin ich wieder da, frisch, blitzwach. Aber leider hat auch diese Pille einen kleinen Nachteil. Die Schleimhäute gucken ein und man hat das Gefühl zu schrumpfen. Die Blutzufuhr zwischen Nase und Zunge stoppt. Man schrumpft und schrumpft immer mehr. Und was kannst du dagegen tun? Welche Pille hilft da? Da hilft keine Pille, da hilft nur operieren. So, ja, gut. Dann, wenn der jetzt weg ist. Gut, also dann während der Operation mache ich dann mal eine Ansage. Die sieben Tage, die sieben Köpfe ja immer schon für den Fortschritt. Also nicht nur, was die Einschaltquoten anging, nein. Ja, und nee, wir haben ja auch immer sehr gerne über die technische Entwicklung gesprochen und auch da gab es dieses Jahr enorme Entwicklungen. Es soll in Zukunft so sein, dass wenn man aufwacht, dann ist schon das Bad gelüftet, der Kaffee ist automatisch gekocht, die Nachrichten werden einem vom Computer vorgelesen und so. Das finde ich toll, da braucht man gar nicht mehr zu heiraten. Ja? Auch an Holland geht ja der Fortschritt nicht vorbei. Und Holland, da sollen in Zukunft intelligente Häuser auf den Markt kommen. Die sagen einem selbstständig, wann sie zum TÜV müssen. Ja, ja. Intelligenter Kühlschrank, was ein Thema. Ich habe ja schon seit Jahren einen intelligenten Kühlschrank zu Hause, meine Frau. Ist sogar, wenn sie nachts den Mund offen hat, kommt da Licht raus, kann ich ein Buch lesen. Neulich war es da so heiß, da war es wirklich so 31 Grad und nachts, ich konnte nicht schlafen, weil mir so warm war. Das war so 2 Uhr nachts und ich gehe zum Kühlschrank, ich setze mich dann ganz gerne mal rein, wir haben so einen großen. Jetzt ist es halt blöd, ist zugefallen. Wir sind innen keinen, das Licht geht auch aus tatsächlich und jetzt kam ich da nicht mehr raus. Ich habe im Prinzip im Leben schon abgeschlossen und wollte mit einem Nutella-Messer die Pulsadern aufschleißen, dass ich quasi meine Frau am nächsten Morgen mit offenen Armen empfangen könnte, aber das Ding ist so stumpf, das ging überhaupt nicht. Jetzt saß ich da, jetzt kommt meine Süße auch am nächsten Morgen, ich war fast, ich habe noch gelebt, ein bisschen gezittert, sie kam, Tür auf, guckt, hey, du sitzt ja auf der Letter, du Schuft! Die größte Gefahr ist ja für die Figur, ist ja gar nicht der Kühlschrank. Hör doch mal zu! Ja, ich höre dir zu. Ist nicht der Kühlschrank, die größte Gefahr sind die vielen Kochsendungen. Ne? Zum Beispiel Alfredissimo, da gucke ich schon gar nicht mehr hin. Aber wirklich interessant und lustig ist es ja erst, wenn so der Nachspann kommt, wenn die Tomate rollt, wenn alles gemacht ist und Bio dann... Ha! Oh, aber das riecht! Ha, oh, das riecht gut! Oh, und oh, das aussieht! Oh, oh, das... Noch was trinken! Noch was trinken, Brot, oh, die Kruste und der Knoblauch. Ich habe schon seit einem Jahr den intelligenten Kochtopf. Damit kann man viele Sachen auf einmal machen. Ja, ich zeige das mal eben. Zum Beispiel kann ich damit Gemüse kochen. Ja. Lecker. Ich kann ein Ei kochen damit. Ah. Auch schön. Ich kann zugleichzeitig Tee kochen. Schauen Sie mal. Ja. Und die Kochwäsche habe ich dann auch noch drin. Guck mal, Rudi, du kannst den Deckel auch noch als Radkappe nehmen.
immer wieder fragen die Leute, ist das alles vorbereitet bei euch und so. Es gibt wahnsinnige Sachen, die spontan sind. Zum Beispiel diese Geschichte kam spontan und war klasse. Aber Jörg, kannst du am Ende dieses Jahres noch einmal für mich Inge Meisel machen? Ja, also, eins muss ich ja mal sagen, nicht? Mir hat in diesem Jahr also nur eine Frau furchtbar leid getan, die aus Amerika, nicht? Die Monika. Also ich sag ja immer Monika zu ihr, ich sag immer nur Monika, weil jedes Mal, wenn ich Lewinsky sage, da fliegt mir das Gebiss weg. Das amerikanische Verteidigungsministerium hat alle US-Soldaten angewiesen. Kein US-Soldat darf irgendetwas über seinen Präsidenten, darf in keiner Weise über seinen Präsidenten unterhalb der Gürtellinie etwas in den Mund nehmen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt so geschickt ausgerückt habe, jedenfalls. Weiß ich, dass Gabi das klären kann für uns. Ich finde das irgendwie alles Quatsch. Also lass doch mal diesen Clinton in Ruhe. Ja, ich mach doch nichts mit ihm. Der hat doch auch seine guten Seiten. Besonders untenrum. Das ist doch ein in sich, also sittlich gefestigter Mensch. Das ist doch ein regelrechter Oralapostel. Ja, ich meine, außerdem ist der Clinton ja auch nur ein Mann. Das muss man ja auch mal dabei sagen. Ne? So ist das eben. Der Durchschnittsmann, der hat ein Hirn und zwei Eier. Ja? Und ich meine, da sind doch die Mehrheitsverhältnisse klar. Ja, oder? Über wen soll man denn sonst einen Praktikantinnenwitze erzählen? Also über Clinton. Über Kohl kann man keine Praktikantinnenwitze erzählen. Er hat keine Praktikantin. Weil stellen Sie sich mal vor, er hätte eine, ja? Helmut Kohl hätte eine Praktikantin und die würde sich so lasziv über den Schreibtisch legen und dann würde sie hauchen, komm, Kanzler! Und Helmut Kohl nimmt Anlauf, springt ab. Also eine Aussage macht die nicht mehr. Also ich habe ja in meiner Eigenschaft als Präsident... Was bist du, Präsident? Ich bin Präsident von meinem Kegelclub Stramme Jungs. Jawohl. Ja. Was? Was hast du da geschrieben aus Stramme Jungs? Ich habe geschrieben, lieber Kollege Bill. Lieber Kollege Bill, diese schweren Stunden überstehen Sie nur mit Größe, so wie ich. Auch ich hatte mal eine verhängnisvolle Affäre. Als ich unsere Kegelbahnkellnerin schamlos vor mich hinkniete und mir einen nach dem anderen Kuss auf die Stirn gab. Ich glaube, dass heute alles so in der Öffentlichkeit breitgetreten wird in Amerika, dass man alles nachvollziehen kann, überall in allen Fernsehstationen. Das liegt auch ein bisschen an der amerikanischen Vergangenheit, weil früher sind doch durch solche Übermittlungsfehler große Missverständnisse entstanden, besonders auch zwischen den Indianern und den Weißen. Also mein beliebtes Beispiel ist da, ein Indianer trifft einen weißen Cowboy und der Indianer macht... Und der Cowboy macht... Und der Indianer macht... Und der Cowboy macht... Und die reiten weiter. Kommt der Cowboy nach Hause und sagt, Mensch, ich habe heute einen Indianer getroffen, dem habe ich vielleicht gezeigt. Der sagt zu mir, halt oder ich schieße. Sag ich, schieße zweimal. Sagt der Indianer, okay, dann ziehe ich mich wieder zurück in meinen Wigwam. Sage ich, okay, schleich dich. Kommt der Indianer nach Hause und sagt, ich habe heute den Weißen getroffen, der war ja völlig daneben. Also, ich sage zu ihm, hallo, wie heißt denn du? Sagt er, Ziege. Frag ich, Bergziege? Sagt er, nee, Flussziege. Ja, meine Damen und Herren, gesucht wurde der Traummann der deutschen Frauen 98 und die Bild-Zeitung hat ihn gefunden. Auf Platz 1, Oliver Bierhoff. Ja, das 100.000 Millionen
Spermien versucht haben, eine Eizelle zu frequentieren, ja, da muss ich mich wirklich wundern, dass ausgerechnet Sie die Schwärze. Ich habe mir mal Gedanken gemacht. Wir hatten gestern Abend ein bisschen was getrunken und ein bisschen so in Rage. Und ja, es war ein kleiner Streit. Es wurde eine Menge saudummes Zeug dahergequatscht. Und als ich dann auch mal zu Wort gekommen bin, da wurde ich den alten Sack nämlich zurück. Moment, Moment. Du hast gesagt, ich bin eine alte Dumpfhacke, blöd wie Matjes. Das habe ich gesagt. Allerdings. Es tut mir leid, dann habe ich den alten Sack vergessen. Ich finde ja, was mir gleich auffällt, heute ganz schön viel Platz hier am Tisch. Ne? Neben mir der dürre Piet. Ne? Und wo ist eigentlich dieser dicke blonde Transvestit, der sonst immer... Also, bitte. Also bis zu Ohren gekommen, dass letzte Woche muss hier in dieser Sendung einer furchtbar über mich hergezogen sein. Da müsste ich erst in meinen Unterlagen nachsehen. Das, das war ich, Gabi. Ich war das, Gabi. Ich. Du hast ihn. Ja. War ein Scherz. Für dich immer noch, für dich immer noch Frau Köster. Ja, Herr Krüger, Frau Köster heiße ich in Zukunft. Ja, das muss mir hier von diesem noch deutschen Gesicht Schnitzel muss man sowas spielen. Zum allerletzten. Ja, ist so wahr. Doch, ich muss das mal sagen. Jochen weiß immer, was sich gehört. Ja, Jochen sagt ja noch als einziger gnädige Frau und gibt einen Handkuss, wo ein einfaches Tachyer Biolek wirklich genügt hätte. Ja, Karin, was mir aufgefallen ist, also du sitzt hier da schon ein bisschen länger, du hast noch nie irgendwie ein vernünftiges Sakko angehabt, oder? Noch nie. Ach, das ist dir auch schon aufgefallen, ja? Das ist mir auch schon aufgefallen. Und ich habe jetzt mal eins von meinen Sakkos 20 Mal auf 95 Grad gewaschen. Guck mal. Darf ich dazu anmerken, das passt mir ja wohl nie im Leben, mein lieber Mike. Man könnte hier hinten vielleicht noch ein bisschen was rausnehmen. Kalle, du lachst so. Was machst du denn mal, wenn du alt und groß bist? Das kann ich dir sagen. Ich werde mir einen meiner Lebenswünsche erfüllen. Ich werde einen Hubschrauberflug werde ich machen. Einen ausgedehnten Hubschrauberflug über Quickborn. Ja, über diese Nase möchte ich einmal von oben sehen. So, da weißt du. Mike, schwöre, du machst keine Zwergwitze mehr. Ich schwöre. Du machst keine Nasenwitze mehr. Ich schwöre. Okay, gib euch die Hand. Ja, ist das erledigt. Mike, nimm wieder Platz. Und nimm wieder Platz, bitte. Lass ihn los. So. Nee, meine Damen und Herren, Herr Kalle ist ein ganz besonderer Mann. Das muss ich Ihnen eben erklären. Was ich vor allem so toll finde, er ist umweltbewusst. Er wohnt mehr als 10 Kilometer entfernt von diesem Studio und kommt jede Woche mit dem Fahrrad hierhin und zurück. Kalle, ja, das kann ich bestätigen. Da bin ich vorhin auf dem Parkplatz drüber gestolpert. Oh, nein, nicht! Faust doch nicht! Aus Land auf jede den Nase lang! Lassen Sie sich nicht täuschen, meine Damen und Herren, wir haben uns alle eigentlich sehr, sehr lieb. Und wir unternehmen auch viel zusammen. Also jetzt zum Beispiel schauen wir uns gemeinsam die Werbung an. Da bin ich wieder. Ich warte ein bisschen. Worauf wartet man schon, wenn man wartet? Ich warte auf eine Frau. Ich warte nicht auf irgendeine Frau. Ich warte auf die Frau. Die Frau von 7 Tage, 7 Köpfe. Gabi Köster. Gabi Köster. Ja, Gabi Köster.
denn? Gabi, sag mal, du blendest. Gabi, unsere Sonne. Unglaublich. Stell dich aber nicht vor einen Scheinwerfer, dann haben wir eine Sonnenfinsternis. Gabi. Ja, bitte. Die Mini-Playback-Show ist im Studio nebenan. Nein, das geht doch nicht. Gabi, wir haben Winter. Ja, das ist ein Sommerkleid. Also, Entschuldigung, habe ich das hier nötig, mich hier von einem alten Silberpüdel schon zusammen kacheln zu lassen? Habe ich das nötig? Nein! Nein! Ich will euch mal was sagen. Ich stehe hier als reife Blume in voller Blütenpracht. Oder muss ich mir hier nicht solche Gemeinheiten um die Ohren hauen lassen, da von so einer vertrockneten holländischen Tulpenzwiebel, ja? Wenn du mich fragst, ja? Hör uns. Das sind für mich Perlen von der Wohnwagen, ja? Ich ziehe mich um. Ja, tut mir leid. Es tut mir leid, es war eindeutig unpassend. Sonnenblumen. Gerade für die Landwirtschaft war das Jahr 1998 ja viel zu nass. In Holland zum Beispiel, da hat es geregnet. Und Sie kennen ja das alte holländische Bauernsprichwort, das da besagt, versinkt im Tulpenbeet, der Trecker hat's geregnet, aber lecker. Und das waren nicht die einzigen Probleme von holländischen Bauernsöhnen. In der Regel ackern ja Bauernsöhne für den Hof und den bekommen sie ja dann auch irgendwann. Was sie immer weniger kriegen, ist für den Hof auch eine Frau. Und aus diesem Grunde wird nun in Holland, in der Provinz Drenthe, ein Kursus angeboten. Verführung macht Spaß, heißt der Verführung macht. Rudi, wenn du das mal in holländisch sagen möchtest. Verleiden ist grappig. Sie hören, wie verführerisch das schon klingt. Und darüber hinaus lernt man bei diesem Kurs, wie man also flirtet, wie man jemanden anspricht und vor allen Dingen, wie man sich mit jemandem verabredet. Also, Bauernsöhne lernen, wie man Frauen aufmacht. Anmachen. Das andere können die schon. Bauernsöhne, holländische Bauernsöhne lernen, wie man Frauen anmacht. Und dann werden viele Schafe erleichtert aufhaben. Aber wie geben wir eben ein Beispiel? Kalle ist das Bauersmädchen, ich bin der Bauersohn. Ja. Sitzen oben auf dem Heuhaufen, ja. Und dann sagt er zu ihr, soll ich dir mal zeigen, wo ich am Blinddarm operiert worden bin? In dem Krankenhaus da. Dabei sind das eigentlich ganz einfache Dinge, die diese Bauern, holländischen Bauernsöhne da lernen müssen. Zum Beispiel so einfache Sachen wie, lüfte ich den Wohnwagen? Oder vielleicht, um das Gehöft mal zu verlassen, Fahrradfahren mit Holzschuhen an. Oder auch Sextipps sind natürlich dabei für die Liebe im Freien. Die Frau immer mit den Füßen in Richtung Meer an den Deich legen, weil man sonst seitlich runterrollt. Früher haben ja diese holländischen Bauernsöhne einfach Kontaktanzeigen aufgegeben, wie hierzulande natürlich auch viele. Zum Beispiel so eine Anzeige wie, suche Frau mit eigenem Traktor, bitte Bild von Traktor beilegen. Das ist sehr schade, aber so Bauernsöhne haben ja auch in der Disco also selten den richtigen Ton drauf, ne? Also so eine waschechte Bauernlümmelei ist ja zum Beispiel, sie haben schöne Beine für einen Menschen, ne? Ist ja super, ne? Oder ich tanze nicht, aber während sie tanzen, kann ich sie so lange festhalten, ne? Aber ich meine, das ist noch ja nichts. Also mehr als Bauernsöhne, ja, nervt mich persönlich diese Macho-Anmache. Wow, das finde ich noch schlimmer, ne? So aus der Serie, hör mal, meine Freundin ist schwanger, soll man nicht mal ein bisschen ausgehen? Boah, widerlich, ne? Oder Mädchen, ich liebe jeden Muskel in deinem Körper, besonders meinen. Oh.
Also wenn ich in Holland unterwegs bin, ja auch häufiger in Holland, ich kann zwar kein Wort holländisch, aber ich spanne diesen holländischen Bauernjungs natürlich regelmäßig die Mädels aus, mit ihren Clocks und so in der Disco, das ist immer sehr schön. Ich kann zwar, wie gesagt, kein Holländisch, mein Schildchen mit dem bösen Wort mit F nützte auch nichts, aber ich habe so eine allgemeine Sprache entwickelt, das heißt, ich was Vertrautes, da stelle ich mich also hin, so die Dame so. Ja, 1998, muss gleich eine Pille nehmen, hat sich herausgestellt, dass sich zu den sieben Köpfen, die Sie freitags immer sehen können, sich noch ein paar Gesellen, die Sie nicht sehen können. Das sind sogenannte unsichtbare, durchaus aber inzwischen prominent gewordene Köpfe. Und einer davon ist Hein Spack. Und Hein Spack, der hält Ihnen jetzt die Neujahrsansprache. Ja, genau, Dom Sau. Pass auf, Pep. Jetzt sag ich mal, was hier alles dieses Jahr passiert ist. Und zwar, Scheißdreck, was war das da jetzt? Ich spreche über den Börsenkrach. Also dieses Rauf und Runter. Krach, Rauf und Runter. Du meinst die Prollerei, wenn die dann eben an, immer am Dingens an. Nee, das kann man doch im Fernsehen. Nein, ich meine das mit dem DAX. DAX? Ah ja, der DAX ist für mich ein dumm Sau. Weißt du warum? Ich hatte so eine Rasierpinsel vom DAX. Da sind wir mit den Haaren an der Backe kleben geblieben. Und außerdem steckt da wie eine Puma. Mit der DAX kannst du für mich vergessen, verstehst du? Vergiss die Börse. Rede doch über berühmte Menschen, zum Beispiel Kildehorn. Hildehorn. Ja, da ihr Hildehorn, da muss ich sagen, weißt du, Hildehorn, weißt du, wie der für mich aussieht? Der sieht für mich aus wie eine explodierte Staubsaugerbeutel, verstehst du mich? Hildehorn, und da sagt man noch ein Arschloch hin. Pass auf, ich kenne mich noch alle. Dann zum Modern Tale King. Ja, hey, pass auf. Wo du gerade sagst, Hildehorn, das ist nur bitte Hildehorn. Da sind noch ein paar andere am hier, der modern Tale King, der Dieter Bohlen. Die Tom Sau, hast du mit dir im Gehen Labor ist ein Unfall passiert, verstehst du mich? Und wenn ich das Arsch das singe, höre, weiß ich, ob das nicht stimmt, verstehst du? Hey, und der andere oder der anders, anders heißt die Tom Sau, hier noch anders. Hey, der ist doch dermaßen braun im Gesicht. Der ist doch so unnatürlich braun. Schau mal, die machen im Zoo einen Elefanten, die sich schützen, verstehst du? Das ist doch nicht normal, hey. Das sieht da aus. Ich hab's doch vergessen, hey. Anders. Hey. Ich hab's doch vergessen. Ich hab doch alles. Okay, bitte, lass das mit den Personen. Rede lieber über Politik. Politik? Ja. Scheiß Politik, ich will das jetzt sagen. Der Schröder, weißt du was? Der Schröder ist für mich keine Bundeskanzler, der ist für mich ein Audi-Verkäufer, verstehst du das? Ja, weißt du, warum der Schröder, Audi fährt? Hey, vier Ringe, verstehst du? Ja klar, viermal verheiratet. Da war der Jod jetzt, hey. Schröder, was? Und der Dom Sau, hey. Vier Ringe, hey. Was ist das Scheiße? Hey, Schröder. Ja, vergiss das. Nein, nein. Nein, diese dauernde Flucherei, hör damit auf. Erzähl mal was Schönes. Wie wird über meine Geländer waren? Wie wird schon? Erzähl etwas, wovon alle etwas haben. Ah, hey, da weiß ich was. Hey, die Lottoshow. Die Lottoshow, da habe ich mich schwer gewundert, wieso die Schlampe gegenüber nicht dabei gewesen ist. Weil, ja, die hat auch Erfahrung mit 49 Nummern an einem Abend hier. Da kannst du was. Hey, da brennt aber der Lampe, muss da was sein. Lottoshow. Hey, da wundert mich wirklich nicht. Da alles ist. Ja, vergiss es. Ganz vergessen, das ist kein Thema. Scheißdreck. Nein. Alles Scheiße. Nein, so eine Ansprache muss Menschen bewegen. Denk doch an den an Bundespräsident. Der Bundespräsident? Ach so, ja, jetzt kapierst du, wie du das... Also, lieber Herr Bundespräsident, es wird viel gequatscht, vor allem Silvester. Und jede dumme Sau weiß es besser. Ich auch. Ja. Und man muss auch mal an all die denken, die alles haben und nicht immer nur noch Arbeitslosen. Ja? Obwohl die schlimmste Katastrophe, die ja dieses Jahr passiert ist, muss ich mal sagen, ja? Das war ja, als sie bei Aldi das Dosenbier teurer gemacht haben, verstehst du? Schweinerei, wenn uns einer nicht mehr ein Hobby haben kann, da legen wir am Arsch. Prost noch, ja. Im vergangenen Jahr bekam Deutschland eine Queen, Verona Feldbusch. Queen of Comedy. Ja, für Comedians ein gefundenes Fressen.
Ich habe die ersten Sendungen von Veronas Welt gesehen. Ich war begeistert. Eine tolle Sendung, vor allen Dingen auch der Titel Veronas Welt. Veronas Horizont hätte mehr Fragen aufgeworfen. Ich muss dazu sagen, ich bin aber auch ein riesen Verona Feldbusch-Fan. Und zwar ein richtiger, ein echter Feldbusch-Fan. Ich habe im Winter habe ich zum Beispiel bei uns im Vorgarten, direkt vor dem Reihenhaus, habe ich einen Verona Feldbusch-Schneemann gebaut. Lebensgroß, original. Das war eine ungeheure Arbeit. Ja, habe ich unheimlich lange, ewig habe ich gebraucht, allein schon, bis ich den Kopf ausgehöhlt hatte. Der Playboy hat Verona eine Viertelmillion geboten für Nacktfotos, aber sie hat es abgelehnt. Sie will mindestens 100.000 Mark. Also ihr, ihr könnt hier über Verona lästern, wie ihr wollt. Ich bin davon überzeugt, Verona Feldbusch hat eine große Zukunft als Moderatorin. Jawohl, das wird so sein. Und die wird immer up to date sein. Egal, unabhängig von irgendwelchen Neuheiten oder Zeiterscheinungen, wie, weiß ich, dem Rechtschreibreform oder... Dem Rechtschreibreform? Ja, ich übe. Ich bin nämlich in Verona seine Show hereingeladen für Zum als Gast. Konrad, hast du auch irgendeine Begegnung mit Verona mal gehabt? Also ich finde, ich bin überhaupt nicht dieser kritischen Meinung. Ich teile völlig die Meinung mit dem Bernd Stelter. Ich bin Verona gestern am Flur begegnet. Und ich muss sagen, die Frau ist eine absolut verkannte Frau. Sie ist eine richtige Naturwissenschaftlerin. Sie weiß Dinge, sie hat mich auf Dinge... Hier, zum Beispiel, nur ein Fall. Und das nur so am Flur. Das ist, die Erde ist eine Kugel, wie wir wissen. Verona hat mir gesagt, gucken Sie mal, alle Leute denken, wir gehen auf der Kugel herum. Es ist Blödsinn, es ist umgekehrt. Wir laufen in der Kugel und sie hat es bewiesen. Sie hat, Moment, muss man Schuhe holen, sie hat mir das gezeigt. Gucken Sie mal, mal gesetzt den Fall, jetzt nur mal so gesetzt der Fall, ich wäre hier in dem Schuh drin, sagt Verona. Wenn jetzt wir auf der Kugel laufen würden, das wäre hier die Erdkugel, dann müsste der Schuh ja hier und hier abgelaufen sein. Der Schuh ist aber hier und hier abgelaufen, weil wir nämlich so. Aber Verona kann nichts dafür. Die kommt aus einer großen Familie. Da hat sich die Intelligenz auf viele Kinder verteilt. Ich hab sie jetzt in der Talkshow gesehen. Da hat sie sich tierisch drüber beschwert, dass ihr Bruder 4 Schwestern hat und sie nur 3. Ich muss sagen, sie hat es. Nein. Mit solchen Geschichten hat sie es geschafft, während unserer Winterpause zum Superstar zu werden. Ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben. Die hat sich die Nase operieren lassen. Ja, alles macht sie einem nach. Und es gibt jetzt auch, und ein großes Magazin hat zum Beispiel diesen Führer beigelegt, im Heft zum Rausreißen, der kleine Feldbusch. Ja, da steht alles drin über Verona, das ist ganz toll, da kann man nachlesen, was man so gerne möchte. Ja, eine Riesengeschichte. Dieter Bohlen hat sich das gleich besorgt, hat gesagt, ey, super, Verona zum Nachschlagen. Also ich finde, Verona ist nicht nur sexy, sie ist auch klug. Ja, natürlich. Ich stehe jetzt nur noch auf reifere Männer mit Persönlichkeit, Ausstrahlung, Charme und Klugheit. Jochen Busse zum Beispiel. Ja, der kennt auch solche Männer. Das finde ich jetzt aber überhaupt nicht zum Lachen. Nein, nein, da kann ich... Ist überhaupt nicht komisch. Nein, nicht komisch. Ich kann nicht drüber lachen. Lachen kann ich nur über Piet Glocke, wenn er denn endlich mal aufgewacht ist. Piet Glocke, hallo.
Nein, ich bin immer sehr glücklich, wenn er so aufpasst. Nur zur Information, es muss ja keiner mit. Es geht um Wahlen. Wahlen. Wahlen? Wahlen. Wahlen. Ja, das Thema Wale hatten wir aber doch. Ach so, Sie meinen wahrscheinlich die Meldung. Ja. Was? Es ist ja jetzt herausgekommen, dass man weiß, warum Wale. Was? Warum Wale an Land geschwemmt werden. Was? Das ist durch den Lärm unter Wasser, da ist ja. Aber. Das, bitte. Das stimmt aber überhaupt nicht. Ich habe selbst, ich kann Ihnen das anhand eines. Ich war im vorigen Jahr, war ich im Urlaub, da bin ich auch einmal herausgeschwommen. Und dann bin ich leider etwas abgetrieben worden. Und bin auch mitten in einer. Mitten in einer Horde Wale gelandet. Man hat mich da sehr gut aufgenommen. Ich habe dann mit den. Bitte, das ist ja hier ein Niveau. Ich habe dann mit dieser Crew ein paar Runden geschwommen. Man ist sich dann auch näher gekommen. Das wussten Sie vielleicht gar nicht. Die Wale haben untereinander Kosenamen. Einer hieß zum Beispiel La Fontaine. Das war aber das ist alles. Nein, auf jeden Fall. Bitte. Auf jeden Fall, wir schwammen so einige Zeit. Und dann habe ich das Geheimnis erfahren, warum die. Da waren nämlich einige junge Wale, die machten wieder was sie da. Und die sagten sich, ja, wir schwimmen mal an Land und ärgern da ein bisschen die Touristen. Und ich rief noch hinter denen her, Herrschaften, das ist doch zu flach. Nicht? Aber da waren sie schon längst. Und ich dann hinterher. Ja, und dann bin ich mit diesen, ich glaube, 6 oder 7 waren es, bin ich mit denen gestrandet. Was das war, das müssen Sie sich vorstellen. Die Touristen haben mir ständig nasse Tücher auf den Rücken. Also, der Peter hat mir hier einen glänzenden Übergang geschaffen. Er sprach von Wahlen und wir tun jetzt nichts anderes. Ich weiß nur nicht, was ist mit den ganzen Kohlwitzen. Man muss überlegen, dass, wenn Kohl nicht mehr dass 3 Millionen Kabarettisten arbeitslos werden. Das ist furchtbar. Wo bleiben diese wunderschönen Geschichten? Zum Beispiel die von vorgestern, wo der Kohl eine Audienz beim Papst hat. Ja? Also jetzt kommt eine meiner Weltberühmten, ne? Also, ich freue mich, dass ich gerade heute an Ihrem Landtag hier sein darf. Da sagt der Papst, Helmut, heute ist weder Johannes noch Paul. Nein. Aber heute ist der zweite. Ja. Also, sag mal was. Da stellt sich der geniale Wahlkampfmanager und Strippenzieher der SPD, Franz Müntefering aus Nehamüsten, oder war das Arnsberg? Der stellt sich dahin und sagt, wichtig ist, was die Wähler und Wählerinnen wollen und was die Wähler und Wählerinnen wollen. Das ist kein Programm, das ist Schröder. Und da muss ich jetzt mal wirklich anfangen zu widersprechen. Quatsch, was die Wähler und Wählerinnen wollen, das sind Kugelschreiber, Feuerzeuge, Küchenschwämme, ja? Mir ist letzte Woche. Mir ist letzte Woche erst das letzte Kartoffelschälmesser mit Willi Wählen kaputt gegangen. Und da brauchen wir Ersatz, und zwar schnell, wir haben nur noch 3 Wochen Zeit. Nach der Wahl ist vor der Wahl.
Was wird aus diesen uns inzwischen so ans Herz gewachsenen, bekannten alten Köpfen? Wohin entschwinden sie? Sie, die so wunderbar zu imitieren, so wunderbar nachzumachen waren. Wo gehen die hin? Was wird jetzt? Jetzt kommt Gerhard Schröder. Ja, wer kann denn von euch den Mann schon nachmachen? Oder ist der wirklich unnachahmlich? Gestrahlt hat er erstmal toll, während die anderen, die Verlierer, so, so traurig waren. Und schuld daran war nur die SPD. Ich hab ja auch gehetzt und ich denke, nicht, also, dass er endlich abtritt, aber jetzt, wo er weg ist, tut er mir doch leid, der Dicke. Ja, ich, also, und ich mir selber, ich tue mir auch leid, weil... Ja, wenn, man, wenn ich jetzt bloß an Dezember denke, nach 16 Jahren das erste Weihnachten ohne Kohl. Ja, nicht, nie wieder hören wir, also, oh Tannenbaum. Nicht? Aber ja, ich meine, man macht sich auch Gedanken über die alten Leute, wenn sie so aus dem Job raus sind. Man kennt diese Bilder ja, sitzen auf der Parkbank, nicht? Ja, füttern die Enten, bis die auch so dick sind, das ist auch furchtbar. Christoph Müller ist alles so gekommen wie erwartet. Nicht? Lafontaine ist Kanzler und Finanzminister. Schröder kriegt eine eigene Show und geht auf Tournee. Ne? Häuptling joggende Ginsengwurzel hat sich auch durchgesetzt. Die Grünen haben 3 Ministerien und wenn wir das Innenministerium und der Schili mal dazu rechnen, 4. Und Thierse muss zum Friseur. Ne? Tja, und ich meine, Lafontaine, Finanzminister, das passt einfach toll. Ich finde, der Mann hat das schon ein Gesicht wie ein Steuerbescheid, oder? Eine Sache ist auch noch passiert diese Woche, und zwar hat Schröder angeboten, dass Kohl weiterhin im Kanzlerbungalow wohnen bleiben kann. Also 2 unter einem Dach, ja, 2 verschiedene Eingänge, nur eine Küche für beiden. Ja? Und ich finde das schon toll, wenn so Hannelore schön beim Kochen ist so, und dann nach hinten ruft von Helmut, gib mir den Suppenknochen. Ja? Und 5 Minuten später kommt Gerhard rein und sagt, hat einer von euch meine Doris gesehen? Und wir kommen jetzt zur Hitparade des Jahres. Bernie, Bärchen und ich, wir werden jetzt die Hits des Jahres Ihnen vorsingen. Und auf Platz 3 diese Woche ist nicht Gerhard Schröder mit seiner neuen Single Bleib bei mir, wenn ich komme. Nein, auf Platz 3 ist Häuptling, joggende Ginsengwurzel, Joschka Fischer. Ich sitze schon jahrelang im Bundestag und ich rochiere zwischen Frankfurt, Bonn, Berlin. Doch wenn einer auch die fernen Länder mag, wie soll das gehen bei 5 Mark für das Benzin? Ins Auto rein und ab ans Mittelmeer. Am Frankfurter Kreuz ist der Tank schon leer. Es müsste einfach mehr in den Kanister rein. Nicht immer nur im Stau ganz hinten stehen. Einmal auch Bill Clinton sehen. Man müsste einfach Minister sein. Außenminister sein. Niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, war nie mit der G7 in Tokio und Wien. Ich war noch niemals in New York, ich war noch nie flugkostenfrei. Jetzt bin ich Minister und ich pfeif auf das Benzin. Er hat sich durchgesetzt. Vor Fischer, auf Platz 2 gekommen in der Hitparade. Ein Mann, dem hatte man es gar nicht so zugetraut. Es ist unser Verteidigungsminister. Ein Mann, von dem viele gesagt hatten, der kennt doch nicht mal den Unterschied zwischen Bataillon und Bata Illich. Er hat die Nummer 2. Hier ist Rudolf Scharping. Ich habe ein kleines Häuschen in Lahnstadt an der Lahn. Mein Nachbar, der heißt Rudolf. Und er wohnt gleich nebenan. Ja, seit über 20 Jahren wohne ich Tür an Tür mit Scharping. Er war stets ein guter Nachbar, so besonnen und so ruhig. Doch seit der letzten Wahl,
da dreht er völlig durch. Ja, seit über 20 Jahren wohne ich Tür an Tür mit Scharping. Denn jetzt ist er Minister, der Chef der Bundeswehr. Jetzt ist er völlig ausgeflippt, jetzt hält ihn keiner mehr. Ja, seit über 20 Jahren wohne ich Tür an Tür mit Scharping. Scharping! Im Garten ist ein Schießstand und das Haus ist Stacheldraht. In der Garage steht ein Panzer, damit fährt er alles platt. Ja, seit über 20 Jahren wohne ich Tür an Tür mit Scharping. Scharping! Ja, seit über 20 Jahren wohne ich Tür an Tür mit Scharping. Unangefochten auf Platz 1 bei obwohl uns. Obwohl er immer nur Nummer 2 war. Ist er bei uns auf Platz 1 des Jahres. Und das hat er in diesem Jahr sonst nie geschafft. Er ist immer nur auf Platz 2 gewesen. Ja, aber bei uns, da ist er auf Platz 1. Michael Schumi. Schumacher. Der Wagen vor mir ist Mikas Mercedes. Ich glaube, beinahe heute macht der mich nass. Sonst lacht er doch, bevor es mir mies geht, steht's in irgendeinem Kiesbett oder rutscht mit Affenrädern durch das Gras. In der Kiesentorbe werd ich mir den greifen, stell ihm Sprechfunk an, denn wenn ich mich nicht täusch, dann meldet gleich dein Ari, hier kommt Schumi im Ferrari. Doch da hör ich aus dem Motor das Geräusch. Ratta, 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 da, da. Ja, Ratter, Ratter. Bringt mich auf einen Gedanken. Woran denken Sie, wenn Sie das Wort Nummer hören? Sehen Sie? Das ist Ihre Fantasie. Wir denken dabei ans Telefonieren. 0190 Nummern, also das ist so eine Art Vorwahl für Telefon, Seelsorge, aber ohne Seele. Und das ist jetzt sittenwidrig, sagt Karlsruhe, also gewerblicher Telefonsex muss überhaupt nicht bezahlt werden. Ja. Ja, ja. Also ich persönlich halte nicht viel von Telefonsex. Erstens habe ich das nicht nötig und zweitens sprechen die Frauen oft viel zu leise. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass ich vorsichtshalber immer ein Kondom über den Hörer ziehe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aber ich finde das toll, wenn das jetzt nichts mehr kosten soll, dann könnte ich mir ja von dem gesparten Geld irgendwas anderes kaufen. Was denn? So, die neue S-Klasse oder sowas. Sag du mal. Meine Güte, also, wie muss man sich das vorstellen, Telefonsex? Ich meine, ich komme vom Dorf, ich glaube, bei uns gibt es sowas gar nicht. Ne? Es ist wahrscheinlich so, dass nachts in den deutschen Büros, wenn die Raumpflegerinnen schon dem General den Hals zugedreht haben, wenn die Nachtwächter schon vor dem Nachtjournal eingeschlafen sind, dann wird es munter auf den deutschen Schreibtischen. Wildfremde Telefone springen aus der Gabel und rennen zum anderen Telefon. Und ja, wie ist das dann eben? Telefonsex, ne? Weil es muss Telefonsex geben und es muss wilden Telefonsex geben. Wo kämen sonst die vielen putzigen kleinen Handys her? Ne? Aber, ja, nee. So doof, ja. So doof bin ich nur auch wieder nicht. Also ich bin, wenn ich unterwegs bin, habe einen Auftritt in Hamburg oder in Bad Wörishofen,
Dann übernachte ich ja öfter abends im Hotel und dann rufe ich nachts meine Frau an und sage, sollen wir beide jetzt ein bisschen Sex haben? So am Telefon. Und sage meine Frau immer, Bernie Bärchen. Diese Gebühren, das ist doch zu teuer. Sag ich auch nur so ein bisschen. Sagst du, nein, das ist zu viel Geld. Ich sag, ganz kleines bisschen. Sagst du, na gut, ha, fertig. Telefonsex, Rudi, Telefonsex, was sagt ihr da? Sagt ihr das? Ja, ich meine, das ist nicht nur die 0190-Nummer, ich habe eine andere Nummer gekriegt von einem Freund von mir. Ella von Sinnen! Entschuldigung, so falsch war ich noch nie verbunden. Mein Vetter Heinz Spack, der macht ja auch jeden Tag zigmal Telefonsex. Ja, also jetzt nicht so, wie jetzt das jeder denkt. Nein, der wird angerufen. Naja, es gibt ja so viele Männer in Machtpositionen, die sich nach Feierabend gerne mal durchpeitschen. Also quasi am Telefon beleidigen lassen. Ne? Ah, dumm Sau, bist du das schon wieder? Hey, hey, bist du den ganzen Tag mit dem Ständer durch die Börse hier laufen? Ha? Hey, hast du wieder am Handy rumgefummelt und Leute beschissen, du Arschloch? Du, pass mal auf, hey, weißt du, was ich jetzt mache, du Arschloch? Pass auf, jetzt mache ich mich nackig. Hey, pass auf, und da kannst du was bei denken, auch bloß nicht zu viel. Du siehst, legst doch erstmal in die Fresse rein, du geile Dummsau, was? Wer ist da? Finanzamt. Ach, lecker, lecker. Also, ich wollte auch mal wissen, wie Telefonsex geht und habe auch angerufen. Und ich werde Ihnen jetzt sagen, was am anderen Ende kommt. Und jetzt bitte keine Kritik aus der falschen Ecke. Ich habe eine polnische Großmutter. Guten Tag. Ich bin Marsha. Wir werden sehr viel Spaß miteinander haben. Oh, ist das aufregend. Ich könnte dich in den Hintern beißen. Gefällt dir das? Gut, machen wir später. Möchtest du jetzt, dass ich dich kisse? Kisse! Feucht oder trocken? Stupsen oder dricken? Was? Möchtest du, dass ich dich kisse, so als ob Poller von Gitterwaggon an Gitterwaggon stupst? Oder so als ob sich Anhängerkupplung von Anhänger in Anhänger drückt? Oh, ist das aufregend! Kommen wir jetzt zu Hehepuh. Möchtest du, dass ich deine Genitalien streichle, schlage, quäle oder an Christbaum hänge? Das ist so unglaublich. Ja, ich habe hier noch etwas, was Sie auch sicher sehr interessieren wird. Wir hatten 978 Werbespots zu versenden. Jetzt senden wir noch ein paar wenige, damit es eine runde Summe wird. Bis gleich. Schön, dass Sie wieder da sind, meine Damen und Herren. Denn jetzt ist es an der Zeit, da der feingeschliffene, hochliterarische Satz aus dem gepflegten Gewölbe meiner Mundhöhle erklingt. Rudi hat das Wort. Wo sind deine Autoschlüssel? Garderobe. Ja, denkste.
Ich habe sie gerade Kalle gegeben und habe wie Derek gesagt, Kalle, hol schon mal den Wagen. Und wir haben als Thema in der Sendung gehabt, dass es jetzt Werbung auf PKWs von Privatpersonen gibt. Ja? Da haben wir so gedacht, dann sorgen wir doch mal dafür, dass du was nebenbei verdienen kannst. Ja? Und haben schon ein bisschen Werbung auf deinem Auto angebracht. Ja? Bitte, Kalle, komm reingefahren hier, bitte sehr. Sehr witzig, ganz witzig. Aber Rudi, ich habe auch nur eine kleine Überraschung für dich vorbereitet heute. Und zwar haben Sie das ja vielleicht gelesen zu Hause, es gibt ja diese Pille gegen Impotenz in Amerika. Ja. Und die ist total ausverkauft, weltweit. Viagra heißt sie. Ich habe nur für dich ein paar auftreiben können. Hier sind sie für dich, Rudi. Ein paar Pillchen gegen Impotenz. Also ich habe von Mike bei der letzten Show einen riesen Karton mit Potenzpillen geschenkt bekommen. Aber das sind noch die alten Viagra-Pillen und die wirken erst nach einer Stunde. Jetzt haben die eine neue Pille rausgebracht. Stehen wir mal auf für deinen Arbeitgeber. Ja, ja. Da haben die neue Pille herausgegeben, ja, und der wirkt schon in, naja, weniger als eine Minute. Wirkt sofort. Echt? Potenzpillen, wirkt sofort. Pass mal auf, pass auf. Ja, alle Zuschauer wissen es. Wir wissen, dass du ein Holland-Fan bist. Woonwagen, Tomaten, Käse und so weiter. Holzschuhe und so. Und Holland is ook bij de Weltmeisterschaft dabei. Und daarom haben wir gedacht. We schenken die maar een beetje fanmateriaal zo. Zie dat bij hem aan hier, dat is die Hollandische voetbalfarbe, orange. Ja, maar goed, wie is. Ja, steht hier super. Ja, wanneer het heiß is, hebben we ook hier een badenhose voor die. En dan krijg je farben, ja. Is het een beetje kelder, hebben we een sjaal voor die. Daar, ja, jetzt komt de hammer, den kannst du dan hier rechts nemen. Wir haben auch einen Handschuh da für dich hier, dann kannst du in die Kamera winken, ja. Dann gibt es auch noch eine orangefarbige Hupe. Ja, es gibt auch hier Toilettenpapier. Meine Damen und Herren. Ja. Es gibt auch ein bisschen Schminke gibt es hier, so dass du hier auch das, was die Fans immer machen, ein bisschen. Orangefarbig hier so, ja, ein bisschen dick machen hier so. Ja, und natürlich darf eine Mütze nicht fehlen. Wir haben hier eine wunderbare Mütze für dich. So. Das ist eine normale Brille, aber. Hier neben, da, das ist eine Kamera, also Videobrille. Man braucht also keine Videokamera mehr. Man geht einfach so, man guckt in eine bestimmte Richtung. Und dann zum Beispiel hier beim Publikum. Ja, und jetzt müssen die alle drauf sein. Ja, sind sie drauf? Hey. Ja, ja, so, ja. Ich mache das auch mal mit den Kollegen hier. Ja, also, dann geht mal auf Wiedersehen sagen. Tschüss, Kalle, bis nächste Woche. Ja. Tschüss, Ben, bis nächste Woche. Tschüss, Jochen, bis nächste Woche. Tschüss, Gabi, mach's gut, schönes Wochenende. Hè. Und das Tolle, meine Damen und Herren, ist, dass diese Kamera nimmt nur schöne Motiven auf. In dem Moment, wenn ein hässliches Motiv kommt, schaltet die Kamera sich automatisch aus. Ja, am Sonntag habe ich telefoniert mit Mike. Und es regnete so, wir konnten kein Golf spielen, nichts. Ich sagte, was machst du dann? Sagte er, ja, dann werde ich mein Büro ein bisschen aufräumen. Und nun wusste ich, dass Montagmorgens bei Mike die Müllabfuhr kommt. Ich denke, Büro aufgenommen, Müllabfuhr. Meine Damen und Herren, das ist Mike, sein Mülleimer. Ja, ich habe einen anderen hingestellt. Da, und wir haben ein bisschen geguckt, was da alles drin ist. Hier zum Beispiel Amsterdam, Erotik von A bis Z. Campingurlaub mit dem Wohnwagen durch Holland. Hier eine Mahnung von Beate Uhse. Ein Video-Edition, Dolly's Dolle Dinger, 299 Mark.
Ja, aber wir, das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn wir recherchieren jetzt immer noch weiter. Hast du noch was gefunden? Ja, ich habe hier noch einen Kostenvoranschlag gefunden. Das ist Kostenvoranschlag für Schönheitszeug. Ja, meine Damen und Herren, hier stehe ich oben an unserer Showtreppe und bin genauso gespannt wie Sie auf Gabi Köstl, die ich jetzt holen werde. Gabi, du bist bereit? Ja. Jetzt kommt der feierliche Moment. Gabi angekleidet in Pracht und Prunk. Oh. Ist es ein Bild? Geleite ich dich zu deinem angestammten Platz. Setz dich, liebe Gabi. Nee, Jochen, also ich meine, das ist ja so. Also wir alle vertreten ja hier eine Minderheit. Ich vertrete die Frauen. Deshalb ist jetzt Schluss mit lustig. Heute moderiert der Mutti selber. So, wollen wir uns mal einpacken? Yes! Jetzt bist du wie eine angefangene Schrankwand, aber tief. Ich begrüße Sie, meine bekannten liebenswürdigen Arzt. Also wenn das so ist, nehme ich hier Platz. Das bisschen Frau schaffe ich auch noch. Ja. Ja, dann. Ich möchte einmal der Größte sein. Meine Güte. Hey. Kalle, so alt hast du noch nie ausgesehen zwischen den Beinen. Ich bin der König der Welt. Aber da ist ja der Produzentenstuhl ist ja frei geworden, oder? Ja, ganz ruhig hier. Ja, guck mal, das ist doch super, da kann ich doch mal hin. Guck mal, passt der zu meinem... Der passt doch gar nicht zu meinem Smoking. Okay, nimm dann diesen Stuhl hier, bitte. Okay. Ja, dann ist ja noch ein Platz frei. Rudis Campingplatz. Hey. Ja, guck mal. Ja, so sind wir. Also, ganz anderes. Aber Sie haben ja schon alle schon gesehen, in dieser Show war meine Frau schon so oft das Thema. Und ich finde, dann soll sie auch mal an diesem Tisch sitzen. Komm, Hasenzahn. Oh. Ja? Oh. Ich finde, also wir könnten doch auch mal die Plätze allgemein mit unserem treuen Publikum tauschen. Was haltet ihr davon? Jawohl, das ist ja fest. Ja! So, bitte schön, nimm deinen Platz an. Einmal gut, die Hunde stellen. Ja, einmal Platz. Oh, jetzt habe ich die Große genommen. Oh. Wunderbar, und Große. Meine Damen und Herren, 7 Tage, 7 Köpfe, 7 Zuschauer, stellvertretend für die 7 Millionen, die wir am 18. Dezember in unserer letzten Sendung hatten. Wir bedanken uns an dieser Stelle für Ihre Treue und wünschen Ihnen ein wunderbares 1999, ein Jahr, in dem wir uns sicher wiedersehen, und zwar ab Mitte Februar. Bis dahin bleiben Sie uns doch gewogen. Und jetzt ein bisschen Silvesterfeuerwerk, nicht mit Knallern, Krachern oder Raketen, sondern mit den Schlachtenbummlern aus aller Welt, die zu dem sicher größten Ereignis 1998 kamen, der Fußball-Weltmeisterschaft.